Ja, wie das aussieht, der nackte fliegende Mann. Hey, genau, was geht bei euch ab? Junge, willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ihr werdet jetzt nicht glauben, ich bin aufgewacht und war nicht mehr in unserem Haus. Ich lag noch da, wo das Haus war, aber das Haus war weg. Ich war auch nicht tot oder so, ich hätte noch alles, aber das Haus war weg. Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Alle anderen Sachen standen noch da. Ich habe nachgefragt, also die Structures wurden jetzt nicht abgebaut oder so. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Nun ja, nichtsdestotrotz war ich dennoch fleißig, weil dann dachte ich schon so, jetzt ist es mitten in der Nacht, ich habe endlich mein Hardcore-Wochenende mit der Schafferei erledigt und dachte mir, komm, dann kann ich noch ein bisschen rusten, noch ein bisschen rosten. Oh Gott, da unten ist ein Haus. Ich habe uns nämlich eine neue Butze gebaut. Guck mal, warte mal, ich gehe mal raus. Ich musste die Grafik-Dinger ein bisschen runterstellen. Guck mal, der Baum sieht ein bisschen pimmelig aus. Ich weiß, tut mir leid, aber bei der Hitze, mein PC, er wirkt mich. Und so kann ich schön mit 60 FPS spielen und es sieht immer noch ganz gut aus, bis auf die Bäume eben, oder? Also, ne, die Wände und Pipapo, der ganze Scheiß, ihr wisst schon. Auch so einen Wassertank nur gemacht, ich trink gerade mal was. Ich habe gestern festgestellt, dass es echt ultra schnell machbar ist, ein Haus zu bauen. Was ein bisschen schwierig war, war die Sache mit den Schlössern, aber das war alles nicht so tragisch. Oh mein Gott, ich rette einfach meine Falle, weil ich ein Kackbock bin. Alter, bin ich behindert. Nun ja, nicht so schlimm. Ich habe ein paar coole Sachen gefunden. Ich habe ja so eine ultra coole Axt gefunden, aus Stücken, aus Dreck zusammengeschniedelt. Dann hier eine Thompson. Ja, die hat sogar ein bisschen Munition. Und das Coolste, irgendwo habe ich hier eine AK rumliegen. Oh yeah, fuck this shit. This fucking amazing, bro. Ba. Der Server wird aber morgen nochmal gewiped, dann ist wieder alles weg. Aber ich habe jetzt Pläne. Jetzt kann ich es langsam so ein bisschen. Arc dauert noch ganz kurz. Finanziell, das muss erst noch nachkommen. Das Geld, das muss gerade nochmal zu mir kommen, da. Es geht nicht so schnell. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen jagen gehen. Es ist so ein bisschen blöd, ne? Weil man weiß halt genau, es hat eigentlich keinen Sinn, weil der Server gewiped wird. Dennoch wollte ich einfach noch so ein paar, noch ein bisschen hier rum erkunden, damit ich dann für den nächsten Run, der dann praktisch ab morgen beginnt, dass ich dafür gewappnet bin. Diese blöden Schlösser kann ich eigentlich fortschmeißen. Aber herrlich. Ich habe dann vorhin noch mit OBS, Alter, ich dachte gerade, da wird ein Helikopter fliegen, das Stück von dem Baum. Ich habe vorhin noch mit OBS aufgenommen, aber das wollte nicht so richtig. Ihr habt mir ja schon seit ewigen Zeiten geraten, Mensch, mach doch jetzt mal OBS, dann hast du nicht diese großen Datenmengen, weil ich ja immer über meine Festplatte rumquengel. Ich habe mir schon seit ungefähr 5 Jahren eine Festplatte gekauft, eine neue. Wir geben jetzt den Leuten mal richtig auf den Sack. Ich schreibe mal eben hier eine Ankündigung, ich frage mal eben, was sie dann davon halten, wenn wir uns jetzt nicht einfach alle umbringen. Aber mit 29 live geht das ja mal gar nicht. So, ich habe mal eben ganz dezent gefragt, ob wir uns vielleicht killen können. Ach komm mal, der Ofen mache ich schon noch, oh, weißt du? Also ich denke mal, ach mal, komm. Also irgendwo muss man ja auch nochmal den Ofen machen. Na? Ich hab kein Essen. Tja, dann müssen wir wohl mit der AK ein bisschen jagen gehen. Und natürlich mit Pfeil und Bogen, keine Sorge, scheißt euch nicht ein. Pfeil und Bogen. Why? Okay, fine, Bogen. This is my bow. It's just like a hoe. Bow. Hab ich nichts mehr zu naschen? Ich war unten in der Stadt und hab mir so einen Riegel geholt. So, wir gehen jagen. Ich hab jetzt keine Lust mehr, du, mit dem Jumpist, du. Es fuchst mich, dass da einer wohnt. Gleich wohnt er nicht mehr da, Junge. Mein Freund. Ja, hör mal zu. Du ziehst du jetzt aus in 3, 2, 1 raus. Guck mal, wie er sich einfach in Steine ausgebaut hat. Hey, du. Da hinten ist einer. Haben wir mal einen Kampf jetzt? Ah, mit 29 live, das ist so behindert. Ey, wenn der mich einmal trifft, bin ich down. Alter, das ging schnell. Liegen bleiben. Wer eskaliert? Aber wenn ich das Fleisch jetzt so esse, kriege ich bestimmt noch Dünnschiss. Okay, folgendes machen wir jetzt. Wir gehen jetzt ein bisschen hin und schießen auf einen und hauen dann einfach ab. Weil wir ultra cool sind. Alter, das ist voll die Action. Oh Gott, da rennen sie schon rum. Ich hab Schiss. Ich bin einfach zu freundlich, ich will ja nicht einfach auf Leute schießen. Auch wenn der Vibe jetzt eigentlich ist und alles, was gemacht wird, völlig irrelevant ist. Komm her, Pferdchen. Mal gucken, wie meine da, der Hitchibonger, der ist nämlich auch gerade, ich werde Idiot. Das ist mir gerade irgendwie. Fuck! Oh Gott! Alter, wer schießt da rum? Das ist wirklich schwierig. Alter, schon. Jetzt brenne ich halt geschwind die 3 Fleisch und gehe dann nochmal zu denen hin. Ach, guck mal, geil. Das machen wir uns, die Chestplate, die Metal Chestplate. Und dann noch so ein Poncho. Ich weiß nicht, ob das. Wahrscheinlich ersetzt das eine und das andere. Aber vielleicht kann man es auch überziehen und es gibt mir irgendwie Schutz. 2 Fleisch sind fertig, die werden direkt genüsslich vernascht. Jawohl, guck mal, wie es steigt. Ja, mehr. 36, 37, komm schon. 38 vielleicht noch. Ja, 46. 47. Moment, ist es der Komfort oder was? Oh mein Gott, durchs Lagerfeuer steigt das Leben. Und ich juckel da rum und versuche die ganze Zeit Scheiß essen. Um Himmels Willen, warum sagt mir das denn keiner? Jetzt lacht er mich wieder alle aus, ihr Schweinepriester. Guck mal, meine Chestplate, wie cool die aussieht. Ach, guck mal, was ich noch gemacht habe. So, der Dödel. Der Dödel ist schön, ja, habe ich angeschaltet. Guck mal, wie gut ich jetzt aussehe.
von der stattliche Mann. Also wir gehen jetzt auf die Jagd. Wir pimmeln die jetzt alle weg. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Rust gespielt habe, ich habe mit zwei Kollegen, ne, mit drei Kollegen gespielt. Also die erste Version damals noch. Und es war ultra cool. Wir haben uns ein Haus gebaut, auch ein direkt ein ziemlich fettes, also erstmal nur aus Holz. Und auf einmal hören wir es draußen rumstapfen. Und dann waren halt ganz viele, kamen immer mehr Leute, die uns angreifen wollten. Ne? Es gab verschiedene Clans dann hin und her. Und das war so geil. Wir haben dann Raid-Raubzüge gemacht. Hier sind ein oder zwei Videos drauf, mit den Kollegen noch, wo wir unterwegs waren, die Leute geraidet haben. Das war echt nice. Müsst ihr mal gucken. Mal gucken, was sie dazu sagen. Da hinten bauen sie. Ah, jetzt. Wow, was ist denn jetzt los? Nebel. Hätte ich jetzt ein gescheites Visier drauf. Yeah. Es wird gewiped, weil der Entwickler ein Map-Update macht. Und mit diesem Update kommt eine neue Map auf den Server. Bitte, Teufel Mark Brader. Please, please, schreib richtig. Fucking horse. You're gonna die, horse. You're gonna die. Ah! Es lebt noch. Der ist ein Spieler. Der ist nackig. Wie er da rumpoltert. Hallo, ich bin der nackte Spieler. Oh Gott, mein Handy klingelt. Alter, wie er mich schlägt. Alter. Wenn mein Handy klingelt. Guck mal. Ist er tot? Heide, nein. Weißt du, da klingelt gerade mein Handy und zerstört diesen wunderbaren Moment. Guck mal, was er macht. Scheiße, Moment mal. That's the motherfucker. We escalated. Da haut er mich einfach.